Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spiel doch in Dortmund und ich bin am Stand von Board Game Circus und habe mir den Johannes und den Daniel geschnappt und wir wollen ein bisschen über den Verlag sprechen, was ihr so anbietet, über eure Tätigkeiten hier. Und Johannes, du bist ja noch ganz neu bei Board Game Circus und zum ersten Mal bei uns auch im Interview entsprechend. Deswegen würde ich sagen, fang du doch mal an und stell dich mal so ein bisschen vor mit deinen Aufgaben bei Board Game Circus. Genau, ich bin jetzt noch ganz neu im Team, fest im Team seit Januar. Ich bin für PR, Social Media, Marketing und Kundenservice zuständig. Das heißt, wenn ihr Posts seht, dann mache ich die. Wenn ihr irgendwie Fragen zu Ersatzteilen habt, Regelfragen, dann beantworte ich die meistens. Ich gucke so ein bisschen auf dem Discord vorbei. Und ja gut, und hier auf der Messe erkläre ich ganz viele Spiele. Sehr schön. Ja, und Daniel, dich hatten wir schon im Interview, ist aber schon ein bisschen her, weil zwischendrin hatten wir öfter mal den Dirk im Interview, der ja für euch gearbeitet hat. Erzähl doch mal, ich glaube, es ist ungefähr 6 Jahre her, haben wir recherchiert, dass du zum letzten Mal bei uns vor der Kamera warst. Wie ist es dir denn in der Zwischenzeit ergangen? Ach, eigentlich kurz gesagt würde ich sagen, dass wir haben einfach ein tolles Team aufgebaut in der Zeit. Also das merkt man jetzt auch mit Johannes, der neu ist. Dann haben wir auch den Sven neu bei uns im Translation Studio. Und es ging eigentlich einfach in einem durch, immer mit Auf und Abs ganz gut, so wie ich mir das gewünscht hatte. Mein großer Wunsch, der ist ja nicht gewesen, irgendwie ganz viele Spiele zu verkaufen oder eine große Firma zu haben, die es jetzt auch nicht ist, sondern ein tolles Team zu haben. Und ich habe gerade so das Gefühl, genau da sind wir angekommen. Also wir haben genau jetzt so eine richtig coole Gruppe, mit der mir das halt auch voll viel Spaß macht zu arbeiten. Das klingt gut. Du hast jetzt schon ein paar neue Leute angesprochen. Zu eurem Team gehört auch die Anna. Die ist Beraterin für kulturelle Anthropologie. Da muss ich selber gerade nochmal auf meinen Zettel spicken. Was bedeutet das denn und warum habt ihr jemanden, der so eine Funktion hat im Team? Also erstmal dann muss man dazu sagen, Anna ist natürlich Freiberuflerin, genau wie der Potti, der bei uns eben im Verkauf arbeitet. Aber immer wenn es eben eine Frage gibt in einem Spiel, wie wird die Kultur dargestellt oder ist in dem Spiel etwas drin, was wir vielleicht in der Illustration falsch darstellen könnten, dann nehmen wir eben die Anna mit rein, die da einfach super erfahren ist und die guckt sich fast jedes Spiel auch dahingehend an. Also sagen wir mal am Beispiel Heimliche Herrschaft, wurde auch ein Charakter aussortiert, wo wir dann schon so ein bisschen das Gefühl hatten, na, der könnte eigentlich zu Stereotyp aussehen und dann wollten wir uns da eben rückversichern. Auch bei Oros, da sind in dem Spiel sehr viele verschiedene kulturelle Elemente kombiniert versteckt, mehr oder weniger nur in Form von Symbolen, dass man vielleicht sagen könnte, naja komm, da muss man sich jetzt keinen Kopf drum machen. Aber wir machen uns diesen Kopf halt und lassen uns da eben immer wieder von und mit Anna beraten. Die guckt sich das einfach mit an. Jetzt kommt im Herbst ein Spiel raus, Kintsugi. Da geht es um diese japanische Kunst des Porzellanzerbrechens, dass man dann Gold wieder kittet. Und da haben wir zum Beispiel das Cover neu gestaltet. Also die deutsch-niederländische Ausgabe wird ein ganz eigenes Cover haben. Und da haben wir auch wieder ein Review gemacht. Ist denn das okay, dass die Person, die vorne Kintsugi macht und eine Keramikschale hält, einen Kimono trägt und solche Sachen. Das sind Fragen, die können wir selber nicht beantworten. Da sind wir nicht tief genug drin und auch ein bisschen, ja, sage ich mal, in Klischees erzogen worden. Oder haben uns diese so durchs Angucken angeeignet. Und da kriegen wir dann eben immer die Augen geöffnet und einfach auch so einen Reality-Check, was ist okay und was ist nicht okay. Ja, finde ich sehr schön. Johannes, nimm uns mal so ein bisschen mit jetzt in deine Tätigkeiten. Wie entsteht jetzt eigentlich so ein Post? Also wie entscheidest du oder ihr, welche Inhalte der haben soll und wie entsteht der? Wie aufwendig ist eigentlich so ein Post, wo man mal dann, was weiß ich, bei Facebook oder so guckt oder bei Instagram und das sieht und denkt, okay, ja, da steht jetzt so ein kleiner Text, aber den zu erstellen ist ja gar nicht so easy, wie man vielleicht immer denkt. Erzähl doch mal, nimm uns mal mit, wie entsteht sowas? Ja, das stimmt. Also ich bin ja nicht keine gelernte Marketingperson. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Ich bin vor allem Spieler und ich glaube, aus der Perspektive mache ich das vor allem. Also ich gucke halt auch, also ich habe ja auch lange selber geguckt, okay, ich habe anderen Verlagen gefolgt, was wird gepostet, was ist interessant. Also glaube ich, einerseits vor allem natürlich die Spiele präsentieren, aber auch irgendwie mit einem Informationsgehalt. Also ich finde es, glaube ich, irgendwie schade, irgendwie Posts zu machen, wo man denkt, okay, das ist nett, aber da ist irgendwie nicht mehr dahinter. Auch zu gucken, welche Spiele kann man wie präsentieren. Also
Wir haben ja aktuell Shake That City, da ist natürlich mit dem Shaker was Schönes drin. Oder wenn wir Lost Lights haben, das ist ein wirklich schön illustriertes Spiel. Was für eine Stimmung bringt ein Spiel rüber. Und man muss natürlich auch gucken, Lost Lights sieht super schön aus, ist aber doch relativ konfrontativ. Wie kriegt man das rüber, dass nicht irgendwie vielleicht eine Familie denkt, oh, irgendwie ein putziger Waschbär ist dabei, aber dann gibt es beim Spiel doch ein bisschen auf die Schnauze. Und da muss man doch schon ordentlich gucken, wie bringt man das runter. Und genau, und dann gehört natürlich ganz viel dazu, wann postet man was, wo postet man was. Und da, ja, genau, bin ich auch selber noch ein bisschen am Experimentieren. Wenn ich da auch sagen darf, also das ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man das jetzt so nebenbei macht, wie ich das auch oft gemacht habe, oder ob der Johannes da ist und wir auch uns abgleichen, ne? Weil ich kann, jeder hat eine andere Rezeption, was würde mir gefallen. Aber es ist so genial, auch darf ich jetzt hier mal sagen, wie Johannes das halt einfach macht, weil er hat ja jetzt gesagt, er ist kein Marketingmensch und so. Er macht natürlich wirklich auch die Grafiken selber, er überlegt sich, welches Banner kommt darauf, der Text und so weiter und so fort. Und das gibt dem Ding, was er gerade gesagt hat, halt auch noch einen Mehrwert. Wir wollen ja auch immer irgendwie eine Geschichte erzählen. Dann wird es verknüpft mit einem Blogbeitrag oder so. Und dann sind wir wieder da, wo wir eben nicht nur werben, sondern wo wir sagen, okay, jetzt können wir halt eine Geschichte erzählen. Und das ist mit ihm viel besser geworden und macht richtig Bock. Glaubst du, es hilft dir, dass du selber eben Spieler bist und eben kein gelernter Social-Media-Manager? Ist es vielleicht sogar der bessere Weg? Ich bin, glaube ich, anders in der Bubble drin. Ich glaube schon, dass ich den Vorteil habe, halt zu wissen, oder aus meiner Perspektive, glaube ich, zu wissen, was Spielerinnen und Spieler halt irgendwie sehen wollen, hören wollen. Und auch vielleicht dadurch, ich habe eine Zeit lang selber Podcast gemacht, irgendwie interviewt. Das versuchen wir auch in unserem Podcast immer wieder einzubringen oder in Blogbeiträgen. Also wir hatten jetzt einen Blogbeitrag zu Lost Lights. Es hieß mal Cube Wars, hat sich halt lange entwickelt und so ein bisschen dann auch den Autor gefragt, den Illustrator gefragt, wie haben sich die Illustrationen entwickelt, was für Ideen hat Daniel eingebracht oder ganz andere Personen. Das fand ich auch selber spannend, wo ich gemerkt habe, okay, wer steckt alles doch nochmal in so einem Spiel? Weil mir wusste, okay, ne, es gibt den Autor, es gibt den Illustrator und natürlich unsere Redaktion, aber dann hat noch eine andere Person halt die Figuren gestaltet zum Beispiel, und da ist ja dann doch einiges dabei bei der Spieleentwicklung. Sehr schön. Und auch über Social Media habe ich erfahren, dass ihr jetzt den Brettspiel-Kiosk habt. Daniel, das ist etwas, was du ins Leben gerufen hast. Erzähl doch mal, was ist das genau? Wie kann man da hinkommen? Wo kann man da hinkommen? Und was machst du da? Ja, der hat sogar schon einjähriges Jubiläum genau jetzt. Brettspiel-Kiosk war ja erstmal nur der Name des Webshops. Den fanden wir ganz passig, weil wir gesagt haben, wir verkaufen ja immer auch Sachen von Freunden mit oder bieten denen eine Plattform, die sie noch nicht haben. Und deswegen sollte es nicht einfach der Boardgame Circus Shop sein. Als ich jetzt nach der Covid-Pandemie wieder raus wollte aus dem Homeoffice und gesagt habe, ich möchte irgendwo hin, ich möchte meinen eigenen Ort zum Arbeiten haben, da habe ich erst einmal nach Büros gesucht, die bei uns unten ganz im Süden Deutschlands doch eher sehr teuer sind. Und auf einmal war in der Zeitung, so im Käseblatt eigentlich, eben ein kleines Lädchen ausgeschrieben, wo der Preis auch fair war. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich genau da jetzt mein Büro rein und auch ein Showroom auf. Und wir hatten letztes Jahr im April ein Crowdfunding auf Startnext für Mobiliar und ähnliche Dinge, damit ich in dem Laden der Community vor Ort eben auch einen Brettspielcafé anbieten kann, wo man hinkommt. Und da haben wir jetzt regelmäßig Spieleabende drin. Man kann auch kommen und Spiele kaufen, man kann die Spiele ausprobieren, das machen die Leute auch. Und wohin müsste man kommen? Also man müsste in das beschauliche Bad Krozingen kommen. Und das wiederum ist 15 bis 20 Minuten außerhalb von Freiburg im Schwarzwald. Und wie stelle ich mir jetzt das vor? Sitzt du, also wenn ich jetzt da reinkomme, sehe ich dann dich an deinem Schreibtisch arbeiten und nebendran sind die Spiele? Oder ist es ein Laden und da gibt es dann auch Leute, die mich direkt beraten? Oder bist du da drin? Also erzähl uns mal, wie können wir uns diesen Raum vorstellen? Das Brettspiel-Kiosk-Feeling, das ist erstmal sehr intimes. Also das ist ja ein, was hat er, 25 Quadratmeter hat der Raum. Es steht ein schöner Tisch drin, so ein Vintage-Tisch, den haben mir Leute geschenkt, die den selber hergestellt haben. Wir haben natürlich Regale voll mit Spielen, in denen man also unsere und befreundete Verlage findet. Und ja, klar, ich sitze da auch und arbeite da. Also das ist auch so ein bisschen die goldene Regel. Wenn ich drin sitze oder das Licht an ist, könnt ihr reinkommen. Und wenn ich nicht da bin, logischerweise nicht. Und das wissen die Leute da auch. Also es ist eine ganz, ganz vertraute, schöne Atmosphäre.
man darf mich da stören, das wissen ja die anderen. Wir sind immer im Prinzip als Boardgame Circus Team im Call, den ganzen Tag, mehr oder weniger auf Discord, jeder im eigenen Office zusammen. Und dann passiert es ständig, dass ich sage, so, ich muss mal muten, ich habe hier jemanden, der sich was angucken oder kaufen möchte. Dann helfe ich da kurz aus. Das darf auch jetzt nicht zu lang sein. Das würde meine Verlagsarbeit ja stören. Deswegen ist es ganz gut, dass der Laden nicht in der Innenstadt ist, sondern der ist an einem schönen Platz. Da kann man noch eine Pizza essen und ein Eis essen. Aber da ist auch mal genug Ruhe, ja? Und da mache ich das halt, genau. Ich habe noch einen Kumpel, der da mitmacht. Wir machen Newsletter zu den Veranstaltungen dort, haben eine WhatsApp-Gruppe für die Veranstaltung. Das nimmt auch gerade noch richtig Fahrt auf. Und dann ist der Laden ganz schnell an seiner Grenze. Da hat man 3 Tische, an denen gespielt werden kann. Im Sommer können wir noch welche rausstellen. Und das ist so, ja, eigentlich auch, wie wir es bei Boardgame Circus machen, so ein familiäres Feeling. Man darf da ganz nah dran sein am Verlag. Und der Brettspielkiosk ist ja sozusagen dann der Verlag zum Anfassen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid im Grunde den ganzen Tag im Call. Johannes, nimm uns mal mit in so einen typischen Arbeitsalltag von dir. Wie sieht das aus? Ja, also ich fange immer mit den Mails an. Das ist immer einiges abzuarbeiten halt. Ne? Wir schreiben zum Beispiel oder andere irgendwie Content Creator, KritikerInnen zum Beispiel. Es ist halt immer noch viel Newsletter auch vorbereiten. Dann halt Social Media Marketing. Es ist halt wirklich, also ist für mich auch das erste Mal Homeoffice. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Das ist nochmal ganz anderes Arbeiten. Und das ist dann tatsächlich ganz, ganz schön, auch über Discord sich immer so ein bisschen sehen, auszutauschen. Beziehungsweise dann, wir waren im letztes Jahr, waren wir im Oktober halt im Brettspiel-Kiosk alle zusammen. Das ist schön. Oder auch jetzt die Messe natürlich alle nochmal wieder zu sehen. Genau, ansonsten, also ich habe natürlich immer einige Sachen auf dem Schirm, aber sonst ist auch immer viel spontan. Also was kommt nochmal irgendwie an Anfragen rein? Was müssen wir nochmal machen? Wie schaut man nochmal irgendwie in eine Regel rein? Weil es ja doch so ist, dadurch, dass wir ein kleines Team sind, schaut doch nochmal irgendwie jede Person in eine Regel rein. Man testet nochmal irgendwas. Ich habe das Spiel irgendwie online entdeckt. Was machen wir damit jetzt? Wäre das irgendwie was, es zu lokalisieren? Und dann diskutieren wir darüber. Und genau, so vergeht dann der Tag dann doch ganz schön schnell. Jetzt muss ich sagen, seit das Team größer geworden ist, spielen wir viel mehr. Also früher war das immer so, wenn jemand gesagt hat, boah, das ist ja ein toller Beruf, da spielst du bestimmt den ganzen Tag. Da habe ich gedacht, nee, ich bin ja nur der Verwalter von dem Ganzen. Und jetzt habe ich das Gefühl, da wird jeden Tag gespielt einfach bei uns. Aber es ist irgendwie auch cool. Also wir haben jetzt was erreicht, habe ich ja vorhin gerade schon mal gesagt, vom Team her, wo es sich so toll anfühlt. Aber auch, wo wir nicht mehr ganz so viel Tempo machen müssen und nicht ganz so viel aus uns rausquetschen müssen, um zu überleben sozusagen. Und das ist gerade richtig cool, ja. Und zu euch gehört ja nicht nur die Redaktion, Social Media und so weiter. Ihr habt ja auch ein ganz großes Übersetzungsstudio. Daniel, erzähl uns doch mal, wie das da abläuft. Also welche Spiele übersetzt ihr, nämlich nicht nur eure eigenen, sondern auch andere? Wie kommt ihr an die Spiele ran und was ist das überhaupt für eine Arbeit, nur ein Spiel zu übersetzen im Vergleich zum Spiel selber redaktionell betreuen? Also genau, wir haben es letztes Jahr im Oktober rausgegliedert aus dem Namen Boardgame Circus und nennen es eben Translation Circus, unser Studio. Das gibt es ja schon seit es Boardgame Circus gibt, so fing das alles an. Und wir übersetzen und lokalisieren eben Spiele für Dritte. Das sind aktuell so ziemlich fast alle Verlage, auch die es in Deutschland gibt, die man so kennt. Das ist Schmidt-Spiele, Ravensburger, Hans im Glück, Skellig Games, Strohmann. Die Liste ist ewig lang. Und für die machen wir Spiele, das sind fast hunderte im Jahr, also das ist ein Schattendasein, das wir führen. Man sieht es nur, wenn man ganz hinten die letzte Seite aufschlägt und in die Credits guckt, aber das finden wir eigentlich auch sogar ganz gut. Das machen wir auch sehr, sehr gerne und das macht auch mit Sicherheit die Hälfte unserer Firma aus tatsächlich, auch wenn man es nicht sieht. Und die Arbeit ist so, wir haben ein sehr großes Team dafür. Das wird auch vom Sven Göhlich, den wir jetzt neu eingestellt haben, ehemals Spieleschmiede, gemanagt, ganz, ganz toll. Das hat 30 bis 40 Freelancerinnen, die eben übersetzen in verschiedenste Sprachen. Also das sind, glaube ich, 9 verschiedene Sprachen zurzeit, die wir anbieten. Das werden auch ständig mehr. Fast alles zertifizierte Übersetzerinnen, also gar nicht auch in dem Hobbysektor. Wir nehmen das schon sehr ernst, dass wir da eine gute Qualität bieten können. Und wo kommen die Spiele her? Also wenn ich jetzt ehrlich sein soll, und das haben wir uns auch wirklich erarbeitet, haben wir noch nie Werbung für Translation Circus gemacht, sondern wir leben davon, dass wir so gut sind in dem, was wir machen und dass wir weiterempfohlen werden. Und am Ende ist ja der Clou, dass wir die Kapazität haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Pegasus kommt, wie bei Eclipse, Riesenspiele oder bei Seventh Continent und sagen, wir haben gar nicht die Kapazität, das im Haus zu machen, dann sind wir meistens diejenigen, die schwierige Kandidaten auch noch gut verarzten können, weil wir sagen, wir haben die Kapazität dafür, wir haben das Know-how und dann so ein Spiel zu machen. Läuft so ab. Sag mal, jemand
nimmt das volle Paket. Dann können wir auch sogar das Layout anbieten und haben einen eigenen Grafiker. Dann nehmen wir eben die Dateien entgegen, machen die Übersetzung. Die kann wahlweise direkt in den Dateien erfolgen oder die wird separat gemacht. Dann muss der Grafiker sie hinterher einfügen. Und das geht so weit, dass wir eben bis zur fertigen Schachtel und Abgabe der Druckdateien das alles fertigen. Und somit eben der Partnerverlag sich auf den Vertrag konzentrieren kann, den er ja wieder mit seinen Lizenzgebern macht. Im Fall von Strohmann Games auch immer noch selber drüber guckt und seine eigene Färbung reingibt. Das sind jetzt eher, sage ich mal, deutsche Verlage, die ich gerade erwähne. Und dann gibt es ja aber auch noch ganz viele andere, die in andere Sprachen übersetzen wollen. Und da kommen wir meistens sogar noch früher mit rein, bevor oder wenn die auf Kickstarter gehen. Dann wird die Sprache natürlich auch zu einem Marketing-Tool und sie erreichen viel mehr Menschen darüber. Und da haben wir natürlich dann auch wieder Marketing-Erfahrung. Und so kommen manchmal wir aber beim Verlag auch wieder an Spiele, dass wir währenddessen sagen, ui, das ist ja aber äußerst interessant. Das sollten wir vielleicht gar nicht nur übersetzen, sondern auch anbieten, dass wir den Vertrieb der deutschen Lokalisierung machen. Und das gibt sich wunderbar die Hand dann. Und wenn ihr jetzt bei so einer Übersetzung, wo ihr tatsächlich nur übersetzt, merkt, oh, der eine Absatz, der macht ja gar keinen Sinn oder das ist irgendwie komisch, eine komische Regel oder sowas, dürft ihr dann auch eingreifen oder gebt ihr dann Feedback oder dürft ihr es im Deutschen ändern? Wie sind da so die Regeln? Also genau, das wusste ich nicht, dass ich so weit eintauchen darf in der Erklärung. Also das ist so, wenn wir die Dateien bekommen, dann werden die erstmal gesichtet, dann macht man schon mal eine grobe Prüfung, von welcher Qualität sprechen wir denn? Da liegen ja Welten teilweise dazwischen, je nachdem, was man bekommt. Und beim Übersetzen wird immer ein Question Sheet angelegt, also sprich, ich nenne es mal Fragebogen einfach, in denen alle Fragen eingetragen werden, die bei denen, die es später spielen werden, vermeintlich aufkommen könnten oder vermutlich aufkommen werden. Und so klären wir quasi mit dem Verlag auch diese Fragen erst einmal ab. Das wiederum hat zur Folge, dass in fast allen Fällen, wo eine Spielanleitung vorher nicht optimal war, auch das Original gleich mit verbessert wird. Zum Beispiel das englische Original. Und wir eben, ja, wir nennen es eine Lokalisationsredaktion mitmachen. Bei einem Spiel, das in einem eher katastrophalen Zustand kommt, muss man uns dann nochmal dafür separat buchen. Dann würde das auch jetzt nicht wie bei einer Übersetzung nach Wortzahl, sondern nach Stundenaufwand abgerechnet. Das machen dann bei uns Frank und Lisa in-house zum Beispiel. Also nicht nur Freelance-ÜbersetzerInnen, sondern Frank und Lisa dann wirklich auch aus der Boardgame Circus Redaktion mit dem entsprechenden Know-how. Und ja, dann wird das eben, sage ich mal, meistens immer noch mal zu einem besseren Produkt. Das kann man ganz gut sehen, wenn man bei Boardgame Geek schaut, wenn Fragen aufkommen zu Spielen, die wir lokalisiert haben. Das war jetzt bei Im Schande der Pagode so, bei Buntes Burano, bei vielen Spielen findet man das. Dann sind das immer Fragen, die gestellt werden, die englische Version betreffen, die wir bei uns in der deutschen Version beantwortet haben. Die Frage, die es dort nicht gibt. Weil wir vom Denkansatz her, und da kommen wir wieder ein bisschen in Johannes' Arbeitsbereich, denken, jede Frage, die wir vermeiden können, erspart uns auch Arbeit. Also so lapidar das jetzt klingt, aber es ist natürlich weder für uns noch für die Kundschaft schön, wenn sie da Fragen hin und her stellen muss, weil es Verständigungsschwierigkeiten gibt, sondern das Erlebnis wird für alle natürlich rutschiger und flutschiger, dass man sich auf das, was man wirklich machen will, wir arbeiten, die Spielerschaft spielen, konzentrieren kann, wenn die Fragen gar nicht erst aufkommen. Hattet ihr jetzt nochmal als letzte Frage dazu schon mal so Situationen, wo ihr gesagt habt, oh, die Anleitung ist aber nicht so gut, aber der Verlag, also ohne jetzt mal einen Namen zu nennen, Verlag hat gesagt, nee, nee, das soll genauso bleiben, wie es ist. Und ihr wusstet schon, okay, wenn das Spiel auf Deutsch dann oder in der entsprechenden anderen Sprache erscheint, dass da diese Fragen aufkommen, aber ihr durftet sie nicht reinmachen. Gibt es sowas auch? Also wir haben ja sozusagen den Vorteil, dass Deutschland oder die Spielerschaft in Deutschland eigentlich mit die genaueste und pingeligste überhaupt ist. Das heißt, alle anderen profitieren nur davon. Hier kommen Fragen auf, die woanders nie gestellt werden. Das wissen die im Prinzip alle sehr zu schätzen. Wir haben auch Spielanleitungen bekommen, die wir übersetzt haben. Und dann hat nochmal eine Redaktion eingegriffen und gemeint, das würde ich alles lieber ganz anders machen, wo wir gesagt haben, macht das nicht. Und dann kamen die hinterher raus und in den Rezensionen liest man dann, die Spielanleitung war nicht so toll. Und dann weiß ich, das ist nicht unsere Entscheidung gewesen. Da müssen wir manchmal damit leben. Es gibt auch Situationen, wo wir sagen, nehmt uns bitte aus den Credits. Das ist nicht mehr das, was wir gemacht haben und dafür wollen wir nicht stehen. Aber das sind wirklich, das ist, keine Ahnung, wenn man das in Prozent ausdrücken will, vielleicht 5% der Fälle. Also es ist schon so, dass diejenigen, die immer wieder kommen, und das sind ja fast alle, und wir haben ja nun auch wirklich große und namhafte Kunden, genau deshalb kommen, weil sie wissen, was sie da für eine Qualität kriegen.
Ja, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen über eure Spiele auch sprechen. Lost Lights haben wir vorhin schon mal angerissen. Das ist ja eure Neuheit, die jetzt gerade erschienen ist. Vorher möchte ich aber noch mal über ein Spiel mit euch sprechen, was man auch hinter euch sieht, nämlich Mistwind. Das ist ja ein ganz besonderes Spiel. Man kann nicht verlieren, es gibt eigentlich kein Ende, also ein endloses Spiel. Das ist ja schon was ganz Besonderes. Erzählt uns ein bisschen über Mistwind, was kann man da erleben, wie kamt ihr zu dem Spiel und was ist das für ein Feeling, wenn man es spielt? Willst du vielleicht eben anfangen, wie es zu uns kam, das Spiel? Das habe ich auch gerade gedacht. Wie es dazu kam, das kann ich erklären, genau. Das ist auch eigentlich ganz unprätentiös. Also wir haben auch diverse Lizenzagentinnen, mit denen wir arbeiten, die uns immer mal Spiele vorschlagen. Und da kam schon vor der Kickstarter-Kampagne der Vorschlag, das könnte gut bei euch reinpassen, schau dir das mal an. Und wir sind ja auch ein bisschen, dass wir sagen, wenn man da mal was machen kann, was es so noch nicht gibt, dann probieren wir das mal aus und wagen das mal auf die Gefahr hin, dass es vielleicht auch schief gehen könnte. Da haben wir ja auch jetzt nach Mithrin noch Witchbound, das ist mindestens mal genauso ein Wagnis. Und dann haben wir das eben angespielt und dann ging es sofort eben in das Feeling über, das der Johannes auch schildern kann. Also das ganze Spiel, weil du ja gerade Dinge aufgezählt hast, die oft auch kritisiert werden. Es gibt kein Ende, dies, das. Das ganze Spiel dreht sich eben eigentlich ums Gefühl, nicht um das Ziel. Und das gebe ich dir. Ja, ist, glaube ich, ganz spannend, weil im Brettspielbereich das ja eher selten der Fall ist. Also bei Videospielen, PC-Spielen ist es ja schon eher so, dass irgendwie Leute, weiß ich nicht, Stardew Valley, Animal Crossing, glaube ich, einfach vor sich hinspielen und so ein im Englischen Cozy-Erlebnis haben, irgendwie sowas Entspanntes, so eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich glaube, das ist ganz spannend, dass Mithrin das halt bietet. Das ist natürlich eine große Schachtel, aber wenn man die Regeln liest, ist es halt auch kein allzu komplexes Spiel. Also da muss man sich auch drauf einstellen. Es ist halt wirklich, es geht um das Erlebnis zusammen in der Gruppe diese Geschichte, diese Atmosphäre zu atmen. Und das ist, glaube ich, einfach sehr schön und einfach mal was ganz anderes. Ihr dürft gerne inhaltlich auch noch ein bisschen sagen, weil es hat ja auch jeder Spieler einen anderen Charakter. Also wer das Spiel jetzt noch nicht kennt, weiß jetzt, wie die Atmosphäre ist. Aber was ist es inhaltlich für ein Spiel? Es gibt mehrere, ich habe es gerade auch jemandem gesagt an der Kasse, weil es wirklich erstmal schwer zu greifen ist. Also es gibt ja mehrere Arten, Mithrin zu erleben. Ich kann es über die Mechanik erleben, dann habe ich 4 Charaktere bzw. 5 mit der Erweiterung und jeder Charakter hat eine eigene Spielmechanik. Bisschen Push Your Luck, so ein Handelsmechanismus, Backbuilding, Plättchenlegemechanismus und diese Charaktere, die entwickeln sich im Laufe des Spiels weiter. Ich verbessere ihre Fähigkeiten, dann können sie mehr, sie schaffen auch mehr Ertrag. Den Ertrag brauche ich, also das Geld, um in meinem Dorf, das machen wir ja kooperativ, Gebäude zu bauen. Und die werden nach einer Jahreszeit gespeichert. Da kommt ein Deckel auf die einzelne Schachtel, also jeder Charakter hat so ein Tray. Und dann kann man die auch tauschen. Das heißt, wenn ich jetzt eher Mechaniker bin, dann spiele ich halt mal alle Charaktere durch. Wenn ich eher über die Story und das Gefühl gehe, was ich gerade sagte, dann gibt es in den Eventkarten und Abenteuerkarten eben auch so ein bisschen die Geschichte zu entdecken. Warum sind wir eigentlich in diesem Tal? Was machen wir hier? Und so haben wir eigentlich eine gemischte Spielerinnenschaft. Die einen, die sagen, ich gehe da über die Story und mich interessiert, wie es da weitergeht. Die anderen, die gehen über die Mechanik. Sehr schön, genau. Dann haben wir schon Lost Lights angesprochen, was wir hier auch, das ist eine wunderbare Ecke hier für eure Neuheiten, sehen. Wir haben schon gehört, es hat eine tolle Illustration und es ist aber ein gar nicht so friedliches Spiel. Johannes, was erwartet uns noch bei Lost Lights? Ja, das ist ein Micro-Area-Control-Spiel für genau 2 Personen. Also es ist auch eine fantastische, schöne Welt, vielleicht ähnlich wie Mithrin. Nur hier geht es darum, wir haben einen kleinen Spielplan, wo wir unsere Figuren platzieren und mit Karten setzen wir einerseits Figuren ein, aber vor allem, wenn es an den Kampf geht, wird durch mehrere Elemente wird der Kampfwert berechnet. Aber der Clou daran ist, dass auf den Karten ganz unterschiedliche Effekte drauf sind. Da geht es halt darum, für mich ein bisschen die Position besser machen, für meinen Gegenüber die Position schlechter machen. Und zu Beginn der Partie draften wir 10 Karten insgesamt. Und es läuft immer so ab, wir ziehen 2 Karten, eine davon behalte ich und die andere gebe ich der anderen Person. Das heißt, ich weiß auch immer so ein bisschen, was hat die andere Person für Karten. Und ich muss immer überlegen, okay, die Effekte sind beide super gut, welche möchte ich jetzt meiner anderen Person gönnen? Und da muss ich halt auch mal überlegen, okay, wenn ich jetzt diese Karte spiele, ich weiß hier vielleicht noch, hat Daniel die Karte. Das hat so einen kleinen Glücksfaktor und auch so eine Taktik, das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix daraus. Haben wir ja schon viel über den Verlag gesprochen, dass ihr auch mehr spielt jetzt. Was würdet ihr schätzen, wie viele Partien Lost Lights habt ihr beide schon gespielt?
Also ich habe mehr gespielt als der Johannes, der ist ja noch nicht so lange dabei. Und das Spiel ist in Entwicklung gewesen oder auch der Vertrag schon gemacht worden 2019 oder 2020, glaube ich, und sind wahnsinnig viele Partien. Die Hauptredaktion auf dem Spiel hatten ja erst Martin Zeeb, der dann bei Pegasus war und jetzt wieder freiberuflich tätig ist, und danach der Dirk, der bei uns war. Also die beiden haben noch viel mehr gespielt als wir. Ich würde denken, ich kann es dir nicht sagen, es sind vielleicht 25 bis 50 bei mir. Also das geht auch relativ flott, das Spiel, und ich zähle zum Beispiel die Partien auf den Messen nie mit. Ich benutze privat dann schon so eine App zum Tracken und finde es witzig, da immer reinzugucken, aber die Messepartien zum Beispiel landen da auch nicht drin und Testspiele landen da auch nicht immer drin, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich habe Lost Lights tatsächlich noch nicht so häufig gespielt, aber das gilt für einige Sachen, weil ich bin jetzt dazugekommen. Ich hatte schon viele Spiele von Board Game Circus vorher gespielt, aber noch nicht alle. Also ich war da auch eine Zeit lang so ein bisschen selbst am Entdecken. Also die Spiele, die jetzt in Zukunft rauskommen, die habe ich dann schon ein paar Mal häufiger gespielt. Genau, dann lasst uns noch über eine weitere Neuheit sprechen. Ihr habt sie vorhin auch schon mal angesprochen, die nämlich mit dem Shaker, Shake That City. Was ist das für ein Spiel? Shake That City ist ein zugängliches Puzzlespiel, wo wir halt eine möglichst bunte, heiß punkteträchtige Stadt zusammenbauen. Und der Clou ist, es gibt halt den titelgebenden Shaker. Da kommt eine Anzahl von Holzwürfeln rein. Der wird dann geshakt und dann drücken wir drauf und dann kommt da ein Raster von 3x3 Würfeln raus. Und das Coole ist, wir sitzen halt am Tisch und wir gucken halt auf diese Würfelkombination und die sagt uns, welche Plättchen wir wie platzieren dürfen. Und du guckst von der anderen Seite auf diese Kombination und hast halt eine andere Perspektive drauf, und das ist dann super. Ja, es gibt 5 unterschiedliche Plättchen, da muss man dann überlegen, okay, die einen Plättchen sollen neben den anderen Plättchen liegen, aber wieder nicht neben den anderen. Jetzt habe ich diese Kombination. Es kann natürlich auch mal blöd sein, wenn ich ganz viele platzieren muss, wie kriege ich die jetzt unter? Dann nehme ich vielleicht doch mal ein anderes Plättchen, damit es passt. Das Spiel ist übrigens ein super Beispiel für unser neues Team. Also früher war das immer so, dass mir ja alles gefallen musste. Und es gab einfach nicht genug Stimmen, sag ich mal, um mich davon zu überzeugen, ein anderes Spiel zu machen. Ne? Ich musste das mehr oder weniger mit mir selber ausmachen. Bei Shake That City war es jetzt so, dass mir das richtig, richtig gut gefallen hat, dass mein Team mich von dem Spiel überzeugt hat und gesagt hat, das würden wir gerne machen. Und ich dann auch die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, dann machen wir das, wenn ihr das machen wollt. Und da haben wir ganz neue und andere Dynamiken einfach auch bei der Auswahl jetzt. Ja, wunderbar. Dann wollen wir ganz zum Schluss nochmal über die Zukunft ein bisschen sprechen. Was habt ihr euch so für die kommenden Jahre oder für das kommende Jahr vorgenommen? Was können wir von euch erwarten? Das können jetzt Spiele sein, aber auch andere Events und so weiter. Es ist witzig, dass du das so fragst, weil es hat jetzt schon so geklungen, was ist der größere Masterplan? Und da habe ich auch ein paar Mal heute drüber beim Kaffeetrunken geredet. Ich finde, wir sind gerade, habe ich ja schon gesagt, irgendwo da angekommen, wo es perfekt ist. Also es gibt für mich keinen Grund, zwingend größer werden zu wollen, nur um größer zu werden. Es müssen auch keine Menschen eingestellt werden, weil wir ein super Team haben. Also ich möchte eigentlich für uns das erhalten, und wir wollen auch den Spaß am Spiel, ich will jetzt nicht sagen wiederentdecken, weil dann würden wir behaupten, der wäre verloren gegangen, aber wir wollen das Spiel auch nochmal selber wieder anders wahrnehmen. Wir werden zum Beispiel, das können wir hier mal verraten jetzt, auf der Messe in Essen keinen Messestand machen, weil wir mit dem Rucksack auf über die Messe schlendern wollen, wie wir es zuletzt vor 7 oder 8 Jahren gemacht haben, ohne den Druck, einen Stand haben zu müssen. Es wird natürlich keine Angst, auch eine Möglichkeit geben, uns und die Spiele dort zu finden. Und auf jeden Fall sind wir persönlich auch ansprechbar, das finden wir ja gerade gut. Aber wir wollen mal einmal nicht diesen Druck haben. Wir wollen mal nochmal 15 sein und über die Messe laufen. Und das machen wir zum Beispiel auch dieses Jahr. Also sprich, Zukunft, Perspektive und so heißt für mich eigentlich, jetzt wirklich auch mal auf uns zu schauen und sozusagen diese Liebe, die wir ja für das Spiel haben, noch weiter auflodern zu lassen und nicht immer nur in den eingefahrenen Bahnen denken und nicht immer nur das machen, was alle machen, beziehungsweise wie man es vermeintlich ja machen muss, sondern zu gucken, an welchen Schrauben können wir drehen, was kann man anders machen, um vielleicht auch noch Menschen außerhalb der Bubble das alles interessant zu machen. Und das sind so für uns die Herausforderungen, die übers reine Produzieren von Spielen dann hinausgehen. Ja, ich kann ja vielleicht noch was zu einigen Spielen sagen, die wir in nächster Zeit rausbringen. Also ich bin ja auch in meiner Freizeit passionierter Solo-Spieler und wir haben ja schon Obsthain und Citrushain rausgebracht. Da kommt mit Herbsthain jetzt ein dritter Teil, der nochmal ein Ticken komplexer ist. Den habe ich auch schon einige Male gespielt und das ist auf jeden Fall nochmal knifflig. Und wir bringen auch in der, ich sag mal, Reihe vielleicht so ein bisschen raus einen weiteren Solo-Titel. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen, aber ich glaube, alle, die so kleine, knifflige, knobelige Legespiele mögen, die werden damit auf jeden Fall ganz glücklich.
Ansonsten, Kintsugi hast du schon angesprochen, Witchbound hast du schon angesprochen. Aktuell läuft auch die Vorbestellaktion zu Mythwind, weil da kommt noch mehr. Also Anfang nächsten Jahres kommt eine neue Erweiterung. Und es auch schon mit Obenaus Studios, dem Originalverlag. Die haben schon gesagt, es kommen noch zwei weitere Erweiterungen mit neuen spielbaren Charakteren. Also das halten wir am Laufen. Da kommt auch noch Stone Saga. Das ist vom gleichen Studio auch nochmal so ein großes, exploratives Spiel. Da ist einiges geplant. Ja, das klingt doch wunderbar und spannend. Ich freue mich, dass ihr euch als Verlag jetzt so schön zusammengefunden habt und da auch ein gutes Team seid. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich für das Interview und wünsche euch hier noch eine ganz schöne Messe. Vielen Dank. Vielen Dank dir auch.